herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Endlich wieder Heimspiel. Genau ein Tag vor Ostern und damit auch genau ein Tag bzw. 24 Stunden, bevor wir morgen Abend hier in der Opel Arena Borussia Mönchengladbach empfangen. Ich bin Bianca Walter, wie ihr seht, für euch heute in der Mainz 05 Loge. Mit dem Gepäck unser Gewinnspiel 05 aus 2 mit den besten Szenen aus den letzten beiden Partien gegen Schalke und in Frankfurt. Und im Gepäck auch Tim Klotz, der war wieder für euch on the road. Dazu später mehr. Jetzt erstmal zu unserem heutigen Gast. Unser erster internationaler Gast in dieser Sendung. Eigentlich ist er schon seit 2 Jahren ein Mainzer, aber es fühlt sich für mich so ein bisschen an, als würde ich einen Winterneuzugang anmoderieren. Er hatte eine lange Verletzungsphase hinter sich, lange Reha-Phase, jetzt ist er wieder fit und deshalb freuen wir uns sehr, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Emil Berggren. Emil, schön, dass du da bist. Vor allem schön zu sehen, dass es dir wieder gut geht. Es war ja kein guter Start für dich bei Mainz 05. Im Januar 2016 die Vertragsunterzeichnung, dann eine Knie-OP, ein Kreuzbandriss, insgesamt 56 Pflichtspiele direkt zu Beginn verpasst. Wie blickst du auf diese Zeit zurück? Es war keine gute Zeit und deswegen bin ich sehr froh, dass die Zeit überstanden ist und auch gut überstanden, weil ich bin heute tagestopfit und deswegen gucken wir nach vorne. Das freut uns sehr zu hören. Wie war denn so dein Start, jetzt mal abgesehen vom Sportlichen? Deutsch war für dich eine Fremdsprache. Wie bist du hier auch aufgenommen worden von den Teamkollegen? Hat es geholfen, dass es noch andere dänische Spieler gab? Wir haben mal geschaut. Zwischenzeitlich waren hier bei Mainz 05 unter Vertrag Jonas Lössl, Viktor Fischer, Niki Zimling. Haben die dich so ein bisschen mitgenommen? Ja, auf jeden Fall. In meiner schweren Zeit war das sehr gut, dass ich ein paar dänische Freunde hatte, weil wir waren oft essen zusammen und hat mir geholfen. Aber heute ist es fast egal, weil ich bin drin in die Mannschaft und ich spiele jede Woche. Deswegen bin ich auch froh ohne dänische Kollegen. Und vor allem ist dein Deutsch super. Also nach 2 Jahren Mainz 05 klappt richtig gut. Wie hast du das so schnell gelernt? Ich glaube, ich muss Danke sagen zu meine Mannschaft, Ex-Mannschaft in Braunschweig, weil die konnte gar kein Englisch. Deswegen musste ich sehr schnell Deutsch lernen. Und hast deine Skills dann hier in Deutsch gefestigt. Sehr schön zu hören. Wir haben gehört, dass Elkin Soto in dieser schweren Zeit der Verletzung und auch der Reha vor allem ein großes Vorbild für dich war. Warum? Weil ich wusste, dass Elkins Verletzung war viel schlimmer als meine. Und er hat seine Comeback gekriegt und war wieder gesund. Deswegen hatte ich viel Vertrauen in die Reha, in die Physios hier in Mainz, weil ich war in die gleiche Reha-Zentrum als ihn. Hat dir also Mut gemacht, dass du es auch wieder schaffst. Jetzt hast du es geschafft. Du hast mal gesagt, apropos Unterstützung von Teamkollegen, in Mainz sind wir ambitioniert, aber es gibt weniger Druck von außen. Wir haben eine gemütliche Atmosphäre und sind eine Gemeinschaft. Alle sind sehr freundlich und das gefällt mir. Ist das denn jetzt noch auch Status quo? Also es geht jetzt so ein bisschen in die Schlussphase der Saison. Es wird ein bisschen enger hinten raus. Fühlst du dich denn immer noch so wohl? Ja, auf jeden Fall. Also das kommt an, wie man das sieht, weil ich habe natürlich mitbekommen, dass unsere Fans nicht unbedingt zufrieden sind jede Woche und das kann ich auch verstehen. Aber ich kann trotzdem ruhig in die Stadt gehen und das macht keine Sorgen. Mhm. Wenn man jeden Tag auf die Fanseite guckt und liest jeden Kommentar, dann wird das vielleicht anders. Aber das machen wir nicht in dieser Situation. Also ihr habt auch den Zusammenhalt im Team, dass es gut funktioniert hier in Mainz. Da sind wir gedanklich schon so ein bisschen in der Situation, in der momentanen Situation und gedanklich bei dem morgigen Gegner Borussia Mönchengladbach. Wir wollen gleich darüber sprechen, über die Partie morgen, aber vorher noch mal gemeinsam zurückblicken. Ich muss es leider sagen, das erste Mal in der Geschichte von Endlich wieder Heimspiel 2 Niederlagen. Aber ihr könnt natürlich wie immer was gewinnen dabei. 05 aus 2 heißt unsere Auswahl aus den letzten beiden Partien gegen Schalke und in Frankfurt. Die zeigen wir euch jetzt. Und ihr könnt dann bei Facebook wieder kommentieren. Welche war eure Top-Szene? Einfach sagt es uns, schreibt es drunter und wir losen dann aus. Unter allen Kommentaren gibt es 05 mal 05 Tickets für das nächste Heimspiel Montagabend gegen Freiburg hier in der Opel Arena. Aufgepasst, hier kommen sie, unsere 05 aus 2. Hoppeln jetzt. Guter erster Kontakt, Drehung und schießt fast ein Tor. Ja. Das hat er gut gemacht. Er kann Tore machen, er kann gut schießen, er ist ein sehr guter Spieler.
und hier leider nicht getroffen, aber hoffentlich morgen. Vielleicht konnte er mit links schießen, aber er hat leider keinen linken Fuß. Su hat gut gespielt, guter Ball. Gut von Brose wie Levin. Ja, knapp. Die erste Kontakt ein bisschen zu eng und dann. Ich habe keine Ahnung von Torwarttechnik und so, aber das macht er gut. Uff, ja. Yoshi war frei, aber ich verstehe, warum er das so zählt, weil es. Ja, Emil, du hast die Szenen kommentiert, zwei Niederlagen, aber trotzdem ein paar gute Szenen dabei. Wir wollen gar nicht länger drüber sprechen, lieber nach vorne blicken, wie du es vorhin auch schon gesagt hast. Den Blick nach vorne auf das morgige Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Die Fohlenelf kommt zu uns in die Opel Arena. Im Hinspiel habt ihr nach einem Tor von Diallo, sehr früh ein Tor, dann am Ende noch unentschieden gespielt. Da warst du aber nicht dabei. Morgen wirst du dabei sein. Heißt es, die Vorzeichen sind jetzt andere? Wird es morgen besser werden? Ja. Heißt? Was hast du dir vorgenommen? Ich hoffe natürlich, dass ich meine Leistung bringen kann und dass wir das Spiel gewinnen können. Auf jeden Fall, vor allem für Ostern wäre es ein super Geschenk. Diallo, ich habe es gerade gesagt, er hatte im Hinspiel das Tor gemacht, er fällt jetzt leider aus. Mhm. 3 Wochen mindestens wegen Nasenbeinbruch. Wie schwer trifft euch dieser Verlust? Ach, das ist ärgerlich und sehr ärgerlich für Abdu. Aber wir haben viele gute Innenverteidiger. Er ist ein sehr starker Spieler. Aber ich habe viel Vertrauen in unser Innenverteidiger. Also wir schaffen ein Resultat morgen, ein Ergebnis. Auch Gladbach hat aktuell einige Verletzungssorgen. Dein Landsmann Westergaard fällt ja aus bis zum Sommer. Dann fehlen auch noch Bobadilla und Kramer. Wir haben mal geschaut, die Borussia kommt mit der gleichen Rückrundenbilanz hier zu uns wie Mainz 05. 2 Siege, 2 Unentschieden und 6 Niederlagen. Mhm. Ist das dann morgen, auch wenn es Tabellenneunter gegen Tabellensechzehnter ist, ein Duell auf Augenhöhe? Ja, auf jeden Fall. Die Gladbacher hat Probleme gehabt, mit Tore zu machen. Mhm. Und ja, wir können Tore machen und ich hoffe, wir machen mehr Tore als Gladbach morgen. Vor allem du kannst Tore schießen, da sind wir sehr gespannt drauf. Jetzt gab es ja letzte Woche die Aussprache mit den Fans und diese Woche eine tolle Aktion von den Mitarbeitern von Mainz 05. Die kamen zum Training zu euch, zum Bruchweg mit einem großen Banner und da stand drauf, ein Team, 7 Spiele, ein Ziel, Klassenerhalt durch Zusammenhalt. Wie groß war da bei euch im Team die Überraschung, die Freude, als ihr die ganzen Mitarbeiter da am Rand gesehen habt? Wir waren sehr froh, weil in der letzten Zeit haben wir ja, diese besondere Situation mit unseren Fans gehabt und die Beziehung war nicht immer unbedingt gut. Und deswegen haben wir uns sehr gefreut wegen dieser Banner. Jetzt hat man sich mit den Fans ausgesprochen, man hat den Verein im Rücken. Heißt es jetzt für morgen nochmal, dass dann neue Kräfte freigesetzt werden, weil man weiß, okay, wir haben noch 7 Spiele, aber jetzt stehen alle wieder hinter uns? Ja, das ist natürlich viel lustiger, in einem Heimspiel ein Tor zu machen, wenn du weißt, dass das Stadion wird laut im Vergleich zu, wenn die ganze Stadion nicht zusammen jubeln will. Das ist gut für uns. Apropos Fans, das heißt, es ist Zeit für unseren Fanbeauftragten hier bei Endlich wieder Heimspiel. Tim Klotz, er war diese Woche wieder für euch on the road, hat ein paar Stimmen eingefangen und genau die hören wir uns jetzt an.
Ja, liebe Bianca, Länderspielpause vorbei, endlich wieder Heimspiel. Was Glücks, wird auch langsam wieder Zeit. Sonntag Gladbach, wird schwer genug und wir wollen uns mal umhören, wie die Gemütslage so ist. Uff, de Gas. Ja, Mainz 05 sagt Ihnen was, oder? Warte, ich setze mich mal ganz kurz dazu. Was, ne? Natürlich. Natürlich sagt Ihnen das was. Sind Sie auch Fan hoffentlich? Bitte? Fan von Mainz 05. Fan? Fan, ja. Ja. Gladbach, Sonntag. Wird schwierig, oder? Schwierig ist untertrieben. Aber nicht unmöglich, weil die Gladbacher schwächeln ja momentan auch ganz schön, ne? Also 3 Punkte müssen her. Es ist einfach so, wie es ist. Wir wollen jetzt mal von diesem Relegationsplatz da weg. Und ich glaube, die Jungs haben auch begriffen, dass es sein muss jetzt. Und ich denke, das ist jetzt am Samstag ein ganz entscheidendes Spiel gegen Mönchengladbach. Da müssen 3 Punkte her. Und im Anschluss zur Halde zumindest mal. Genau, also sonntags ist es übrigens, weil diesmal spielen wir sonntags. Jetzt kommt ja Gladbach am Sonntag. Was machen wir gegen die? Ich würde sagen gewinnen, aber ich bin nicht von hier, also ich bin kein Mainzer Fan. Das macht nichts, vielleicht wirst du ja jetzt eine. Ich nehme an, es wird auch besser werden, natürlich. Ah, da haben wir einen Optimisten. Man darf da nicht die Flinte ins Korn werfen, wie man Dankeschön. Sagt. Die Hoffnung geht doch weiter, oder? Dankeschön. Ja, 05 muss da weiter bestehen in der... So, der ist mir schon sehr sympathisch. Darf ich Sie kurz in den Arm nehmen? Jetzt müssen wir nach vorne gucken, oder? Selbstverständlich muss man nach vorne gucken. Gell? Und ich drücke auch die Daumen, gell? Ich, auch für die Region. Gladbach, was machen wir gegen die? Jetzt wird schon wieder kniffliger. Nee, 3-1. Och, guck mal da, 3-1. Doch, ich bin zuversichtlich, weil der Kampfgeist wird noch ein bisschen mehr werden. Emil Berggren ist bei uns als Studiogast für diese Sendung. Was halten Sie von dem? Den finde ich ganz gut. Aha, guck mal, Emil, da hast du schon wieder einen Fan. Emil Berggren schießt alle 3 Tore. Ja. 2. 2. Und einen legt er auf. Jawohl, das würde ich auch sagen. Ne? Also Bianca, wir halten kurz fest. 3 Leute haben wir überzeugt, Mainz 05 Fan zu werden. Der Rest denkt, Emil Berggren schießt mindestens 2 Tore. Ansonsten würde ich sagen, mehr haben wir nicht rausholen können. Aber das ist schon eine Menge. Zurück zu euch. Emil, das ist meine Ansage. 2 Tore, haben die Fans gesagt. Schaffst du das morgen? Ja, ich will versuchen. Ich weiß nicht, wie viel Spielzeit ich kriege, aber wenn ich spiele, will ich versuchen. Mindestens 2, auf jeden Fall. Wir haben vorhin schon kurz über deine Heimat gesprochen, Dänemark. Wenn du das Leben von dort mit dem Leben hier in Deutschland ein bisschen vergleichst, was sind so die größten Unterschiede und was vermisst du vielleicht auch hier, wenn du in Mainz bist, aus der Heimat? Okay, jetzt muss ich ehrlich sein. Also der größte Unterschied sind auf jeden Fall, dass wir haben viel mehr Regeln hier in Deutschland und das ist ein bisschen lockerer in Dänemark. Das vermische ich ein bisschen, weil du weißt, wenn du einen kleinen Fehler machst, dann gibt es immer eine hohe Konsequenz. Mhm. Und das, da musst du dich umstellen als Däne, weil da ist unser Mindset ein bisschen anders und das macht nicht immer Sinn für uns, aber so ist das. Du hast vorhin kurz erzählt, du kriegst morgen auch Unterstützung aus Dänemark hier im Stadion in der Opel Arena. Wer kommt denn da? Meine Freund Anders ist hier und meine Cousin Oliver. Er spielt auch Fußball in die dänische erste Liga als Stürmer. Er bin auch hier und noch dazu kommt meine Familie, meine Onkel und so die Unterstützung ist da. Wenn wir beim Thema Dänemark sind, sind wir direkt auch beim Thema Nationalmannschaft. Die WM in Russland steht kurz bevor. Du hast es mal so als persönliches Ziel erklärt, dass du da natürlich gerne im dänischen Trikot mit dabei sein würdest. Wie schätzt du denn deine Chancen aktuell ein? Es gibt ja mit Niklas Bentner und auch Yusuf Paulsen da große Konkurrenz, zumindest im Sturm. Ja, also ich will dabei sein und ich bin... bisschen enttäuscht, dass ich noch nicht dabei war. Aber ich weiß, das geht um Spiele. Ich muss die nächsten 7 Spiele hintereinander gut spielen und dann habe ich eine Chance, glaube ich. Das heißt, die Mainzer können davon profitieren, dass du noch in die Nationalmannschaft willst, weil wenn du jetzt im Abstiegskampf nochmal so richtig Gas gibst und dann bei der WM in Russland spielen kannst, profitieren wir auch davon. Auf jeden Fall. Dann schieße ich direkt unsere Facebook-Frage hinterher. Das ist so eine typische Rubrik, die wir auch bei Endlich wieder Heimspiel haben. Wir fragen die Fans, was wollten sie schon immer mal von unserem Gast wissen, eben heute von dir. Und wir haben uns heute für eine Frage von Burcu Kirkic entschieden. Sie wollte gerne mal von dir wissen, ob du vor jedem Spiel so ein besonderes Ritual hast, vielleicht auch so ein dänisches Ritual. Normalerweise hatte ich immer ein Ritual, dass ich mich rasieren auf den Spieltag. Aber in letzter Zeit habe ich eigentlich...
Ich fühle mich gut drauf mit Bad. Deswegen weiß ich nicht, wenn ich habe ein besonderes Ritual. Nein. Kein Ritual? Keine würde ich nicht sagen, aber ich habe viele kleine so vielleicht, aber ich fühle mich wohl, wenn ich nicht viele Gedanken mache über das Spiel die Abend vor. Da will ich entspannt bleiben. Okay, also Samstagabend, heute Abend kopffrei, damit es morgen funktioniert. Genau. Ostersonntag, sehr gut. Vielen Dank, Emil, dass du da warst. Vielen Dank, dass du unser Gast warst. Und ich würde dich bitten, später auch noch auf unserem Opel Grandland X zu unterschreiben. Das ist auch schon so eine Tradition bei Endlich wieder Heimspiel. Wir haben schon etliche Teamkollegen von dir. Und nach der letzten Sendung wollen wir den für den guten Zweck versteigern. Okay. Sehr gut, das machen wir gleich. Jetzt drücken wir erstmal die Daumen für morgen, Emil. 3 Punkte zu Ostern im Nest sozusagen versteckt, das wäre super, wir freuen uns. Gib das gerne ans Team weiter, wir drücken feste die Daumen wie immer. Danke. Schön, dass du da warst. Ja, und damit verabschieden wir uns auch bei euch hier aus der Mainz 05 Loge. Das war unsere 7. Ausgabe Endlich wieder Heimspiel. Wenn ihr mögt, dann sehen wir uns wieder am 15. April, genau 24 Stunden vor dem nächsten Heimspiel hier in der Opel Arena. Und zwar geht es dann Montagabend gegen den SC Freiburg. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, frohe Ostern und vor allem morgen Daumen drücken hier in der Opel Arena.